Ja, liebe Motorsportfreunde, der Motorsport hat Winterpause, wir nicht. Wie im letzten Jahr besuchen wir im Winter Rennfahrer, Teamchefs von gestern, von heute. Heute sind wir bei Karl Wendlinger zu Gast. Sie werden sich sicher erinnern, er war in der Formel 1 von 1991 bis 1995. Und wir werden über alte Zeiten und über heute reden, Karl. Ja, gerne. Hallo. Ja. Zuerst mal wollen die Leute natürlich wissen, was machst du heute? Ich bin seit 2012 bei Mercedes AMG als Instruktor in der AMG Driving Academy, Markenbotschafter, bin am Anfang auch mit AMG GT-Fahrzeugen, GT3-Fahrzeugen Rennen gefahren, aber nur bis einschließlich 2016. Dann habe ich mich mehr auf die anderen Seiten des Jobs konzentriert, weil irgendwie also die Lust und Laune am Rennfahren ein bisschen weniger geworden ist. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich alt genug, so habe ich es lang genug gemacht, jetzt höre ich auf damit. Was war dein letztes Autorennen? Mein letztes Autorennen war, ich glaube, 2016 ein Rennen zur DMV in Zolder im September. Und ist schwer gefallen, dann auszusteigen und zu sagen, okay, das war mein letztes Rennen? Damals habe ich es noch nicht entschieden, wo ich da ausgestiegen bin. Aber ich habe dann gewusst, sagen wir so, in der GT, die GT-Szene ist eine sehr, sehr gut besetzte Serie, sind es mittlerweile. Ich würde mal sagen, alle jungen Formel-3-Fahrer, die da nicht unbedingt weiterkommen, aber nicht, weil sie kein Talent haben, sondern weil das Geld ausgeht, die drängen dann in den GT-Sport. Jetzt ist es sehr, sehr hoch oder sehr, sehr gut besetzt. Also wenn ich dann so nicht mehr der Jüngste bin oder neben meiner Tätigkeit bei AMG ein bisschen Autorennen gefahren bin, dann hat man sich ja nicht mehr ganz so leicht an. Was du nicht mehr ganz so leicht an hast, du warst im Training, wo du immer das Qualifying gefahren bist, eine Sekunde hinter der Pole Position, das warst du dann 27. Mhm. Und dann hast du am 20. Platz die Stoßstangen runtergefahren und dann gedacht, das, aus dem Ötter bin ich jetzt auch raus, ich lasse jetzt einfach. Ja. Wie schwer ist der Schritt generell vom Profi-Rennfahrer dann in ein neues Leben? Muss man sich da vorbereiten? Ist es wie ein Schock oder... Nein, das war eigentlich kein Schock, weil das ist ja, kann ich sagen, über die Jahre peu à peu weniger und weniger geworden. Ich meine, es hat schon mal Zeiten noch gegeben, wo ich mir gedacht habe, da wäre jetzt traurig, wenn ich nicht mehr Autorennen fahren könnte in der GT-Szene. Ich habe es immer noch sehr, sehr gern dran, aber es ist dann weniger und weniger geworden. Und ganz einfach, die jungen Leute in der GT-Szene sind, die machen das professionell, die tun das Ganze ja nichts anderes, als wir sich darüber Gedanken machen. Die Autos viel bei Testfahrten bewegen, bei den Rennen mit vollem Einsatz und guter Vorbereitung daherkommen und dann tust du dann in meinen Ötter, wo du noch andere Dinge machst, sage ich jetzt einmal, gar nicht mehr so leicht. Und nicht mehr leicht heißt dann Abstände, wie gesagt, vor ein paar Zehntelsekunden, die du verlierst, das können dann gleich 10 oder 15 Startplätze sein. Und dann irgendwann haben wir gedacht, nein, es reicht jetzt. Da habe ich mir lang genug noch selber ein bisschen umgeschaut, gibt es was zum Fahren oder nicht. Und dann bin ich 2016 noch das letzte Rennen gefahren. Das war, glaube ich, im September in Zolder. Mhm. Und dann haben wir gedacht, nein, ist gut. Ich schaue mir jetzt für 2000 nicht mehr, dass ich einen Platz kriege irgendwo. Hast du dich da bewusst auf das neue Leben dann vorbereitet? Ich meine, du bist hier in der Firma beteiligt. Nein, das habe ich Gott sei Dank alles schon zu Zeiten ein bisschen angefangen, wo ich noch eigentlich voll im Motorsport engagiert war, in der GT, in der Langstreckenszene, vor meiner Zeit noch bei AMG Mercedes. Aber so ist halt das eine oder andere Projekt einmal zustande gekommen. Manche haben gut funktioniert, manche nicht so. Und so habe ich neben meiner Tätigkeit bei AMG auch sonst das einige noch zu tun oder um das ich mich auch kümmern muss. Mhm. Mercedes, Stichwort, spielt ja bei dir in der Karriere eine große Rolle. Mhm. Bevor du zum Mercedes gekommen bist, hast du erstmal in Deutschland die Formel-3-Meisterschaft gewonnen gegen deine späteren Mitstreiter, den Michael Schumacher und den Heinz-Harald Frentzen. War damals schon klar, das sind die zwei Deutschen, die jetzt da ganz groß aufspielen werden, also als mit gegen die in der Formel 3 gefahren bist? Ah, da waren wir noch zu jung. Ich glaube, so weit habe ich zumindest nicht geschaut, sage ich es einmal. Es war gut besetzte Formel-3-Meisterschaft 1989 in Deutschland. Es war Heinz-Harald Frentzen, Michael Schumacher natürlich auch, es war der Michael Bartels, der sehr schnell war, Frank Krämer, da waren einige, ich möchte das gar nicht vergessen, die was gut unterwegs waren und die was auch ums Podium oder um einen Rennsieg einmal mitfahren haben können. Was wir nicht gewusst haben, ist, dass wir eigentlich schon das ganze Jahr über von Jochen Nerpasch, damals Mercedes-Benz Motorsportchef und ich glaube auch Max Welti, Teammanager vom Sauber-Team aus der Gruppe C, beobachtet worden sind. Wer da vielleicht sehr herauskristallisiert als die vermeintlich, denen man dann so einen Juniorvertrag anbieten kann. Und ja, das war dann, irgendwann ist der Anruf gekommen vom Büro Jochen Nerpasch. Ich habe da mit meinem Vater in der Autowerkstatt gearbeitet und zwischen die Rennen. Mhm. Ob verbinden mit Herrn Nerpasch und ob ein Treffen in Stuttgart einmal möglich ist. Dann bin ich da angereist und dann hat mir der Herr Nerpasch das eben mehr oder weniger erklärt, was er machen will mit dem Junior-Team und auch Förderung weiterhin im Formelsport. Und ja, es war auch dann für mich, dann wir, sage ich mal, Weihnachten und Neujahr zusammen, wenn du da nach Stuttgart fährst und da wird er der Erste,
Profivertrag im Motorsport anboten. Also es war nicht die Angst, dass man sagt, okay, jetzt muss ich Langstreckenrennen fahren, da komme ich nie in die Formel 1? Nein, weil eigentlich der Sinn des Vertrages gesagt hat, Förderung bis hin zur Formel 1. Mhm. Und 1990 war das erste Jahr dann als Junior-Team, wo wir abwechselnd, Jochen Maas ist immer das Auto gefahren, wir sind abwechselnd ihm zugeteilt worden, aber gleichzeitig bin ich ja noch einige Rennen zur Formel 3000 gefahren. Und auf das hat Mercedes eigentlich nie Wert gelegt, dass wir auf das verzichten müssen, sondern haben gesagt, nein, ihr könnt weiterhin, wenn Zeit ist, auch Formel-Autos fahren. Ne? Und was hat man in den Gruppe-C-Autos, wie sie damals geheißen haben, in den Sportwagen, für den Formelsport dann gelernt? Geschwindigkeit auf alle Fälle. Du hast mir gewesen, 100, weiß ich nicht, wenn du einen guten Formel 3 Motor gehabt hast, die war damals immer der mit dem Motor nach Italien gefahren ist, zum Alfa Tuner Petrazzani zum Motor überholen. Und da habe ich dann irgendwann, war ich dann besser angesehen bei ihm, da habe ich zum Schluss aber mit ihm mitdürfen, wenn er den Motor auf dem Prüfstand aufgespannt hat, 169 PS, da habe ich gesagt, besser geht nicht, kannst wieder heimfahren. Ne? Und dann waren die ersten Testfahrten mit dem Coupé C-Auto in Le Castelli. Ich glaube, bei den Autos damals, bei den Turbos, war die Renneinstellung 720 PS. Ja? Und das war natürlich dann schon mit Autos, die was auch richtig Downforce gehabt haben, PS gehabt haben, das war schon ein Riesenschritt, bei dem man sich am Anfang vielleicht nicht so leicht getan hat, aber das war auch wieder das Gute, so wie dieses Junior-Team da mit uns aufgebaut war und so wie die mit uns umgegangen sind. Kein Druck, nicht am Limit sein, einfach mal das Ganze kennenlernen. Mhm. Und das hat sicher sehr geholfen, erstens in diese schnellen Autos reinzukommen. Und ich glaube, die Geschwindigkeit, was die Autos dann gehabt haben, nicht nur von der PS-Zahl, von den Motoren, sondern auch vom Downforce der Autos, war eine gute Vorbereitung für die Formel 1. Warst du da schon im Konkurrenzkampf mit dem Schumacher und Frenzen? Oder habt ihr das als Konkurrenz intern gesehen oder habt ihr gewusst, wir kommen alle drei irgendwie weiter? Nein, das hat man nicht gewusst. Und Konkurrenz ist immer im Motorsport. Mhm. Das ist immer. Wenn du gefahren bist und bist ausgestiegen und hast außen schon wieder den Motor starten gehört, dann bist du wieder nervös gewesen. Mhm. Und statt dass du ausrast und vielleicht vorbereitest auf deinen letzten Einsatz, bist du an der Boxenmauer gestanden, was fahren die jetzt für Zeiten? Ja. Also Konkurrenzkampf war da immer. Es war ein gesunder und es war von der Teamführung aber auch so kontrolliert, dass der nie ausgeoutet wäre. Ja. Ist dir der Michael damals schon aufgefallen als einer, der mal dann später zum 7-fachen Weltmeister wird? Nein, das nicht, aber mit Sicherheit einer, der was ein Riesentalent hat. Ich würde sagen, einfach ein riesiges Grundtalent, wie es im Motorsport immer heißt, Naturtalent. Aber er war damals schon einer, der was auch das Drumherum nicht außer Acht gelassen hat. Wenn wir jetzt so einen Rücker rennen, er hat mit den Technikern geredet, man hat über die Abstimmung geredet. Obwohl bei den Coupé C-Autos damals, da ist nicht so viel Abstimmung gemacht worden. Da hat es eine Basisabstimmung gegeben, da ist ein bisschen die Wagenhöhe verstört worden, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Ein bisschen die Dämpfeinstellung und das war's. Mhm. Aber er hat sich sicher dafür schon damals für interessiert und er war immer topfit, da damals schon. Er hat so damals auch schon einiges in seine Fitness investiert. War er da mehr, sagen wir mal, interessiert oder hat er sich da mehr reingefuchst als du jetzt zu der damaligen Zeit? Ich war damals sehr ruhig und zurückhaltend, was mir teilweise vielleicht was geholfen hat, teilweise auch nicht. Weil wenn du hast halt offen auf die Techniker zugehen müssen, erklären, machen wir, ich habe mir gedacht, nein, da darf man jetzt nichts sagen, da muss man jetzt einmal warten. Ich habe das dann schon auch gemacht und wir haben tolle Ingenieure gehabt. Den leider verstorbenen schon Walter Näher, der dann auch in der Formel 1 mein Renningenieur bei Sauber war, der war damals auch in der Gruppe C bei Sauber, ist von Porsche, eigentlich zur gleichen Zeit, als wir ins Team kommen, sind von Porsche gekommen. Und die haben schon sehr viel auf uns geschaut und haben auch alles versucht, das ein bisschen zu erklären und den Sinn des Autos und wie das alles funktioniert. Mhm. Aber Michael war schon einer, der was wirklich da schon, ja, muss man sagen, vollen Einsatz gesagt hat. Wann hast du dann für dich deine erste Formel-1-Chance gesehen? Sie ist ja dann 91 in Japan gekommen, ganz am Ende der Saison. Wieso ganz am Ende der Saison? Weil ein Lettenhaus kein Geld mehr gehabt hat. Das von Japan finanzierte Team, das davor March war und danach auch wieder March war. Und es hat sich so ein bisschen abzeichnet. Genaue Informationen habe ich nie gehabt. Aber mir ist eigentlich schon gesagt worden, ich habe damals in der Formel 3000, wo ich gefahren bin, auch 91, ein paar Rennen sind sie zeitlich ausgegangen, habe ich Marlboro als Sponsor gehabt, als Personal Sponsor. Und die haben gesagt, jetzt wird einmal Zeit, dass du dir Formel 1 Rennen kommst. Ja? Ein bisschen zuschauen und so. Ich glaube, das erste Mal war ich schon in Barcelona. Mhm. Einfach ein bisschen Fahrerlager sitzen, kauten. Ich glaube, ich habe von Gerhard damals gekriegt, die zwei, dreimal von Gerhard Berger, wo ich hin habe müssen oder hin habe fahren können. Und ein bisschen Fahrerlager, wo manchmal da so Marlboro-Verantwortlicher gesagt hat, ja, da kannst du vielleicht was ergeben, da kannst du was ergeben. Aber ich glaube, die Fäden sind dann im Hintergrund von Jochen Nerpas gestrickt worden. Auch mit einem Sponsor, der uns unterstützt hat, eine Modefirma, um den Platz dann 91 bei den letzten zwei Rennen zu sichern. Mhm. Wie war der Eindruck, der erste Grand Prix? Auch noch in Suzuka dann. Ja, toll. Natürlich, du warst happy.
Die Vorbereitung war 20 Runden testen in England im Silverstone im Club Circuit. Ja. Mhm. Da ist eigentlich nur darum gegangen, kannst sitzen im Auto, kannst schalten, schalten aber nicht können, aber sitzt aber irgendwie können. Und dann ist es nach Japan gegangen, ja, das erste Mal in den Formel 1 Feld. Und es war eigentlich war ein tolles Erlebnis. Ich erinnere mich noch gern zurück, weil Suzuka Circuit Hotel, wo man da untergebracht ist, an der Strecke direkt im Hotel, ist am Donnerstagabend, Donnerstagnachmittag, Ayrton Senna hat mir die Hand gegeben und gesagt, willkommen in der Formel 1. Alan Prost hat auch gesagt, willkommen in der Formel 1. Also, das waren dann schon schöne Erlebnisse, was man gehabt hat. Ja. Mhm. Wie gesagt, waren noch zwei Rennen, glaube ich, Ende dieser Saison. Die kommende Saison bist du dann komplett bei March gefahren. Ja, ja. Das war natürlich ein Team, das so eher vom finanziellen her am unteren Ende war. Kannst du mal ungefähr erzählen, wie viele Leute ihr da wart? Oder? Ja, Leute waren wir genug immer noch, um das gut ablaufen zu lassen. Es waren auch sehr, sehr gute Leute. Das war der technische Leiter war Gustav Brunner, der war mein Renningenieur, war der Österreicher, der lange in der Formel 1 war und auch danach noch lange in der Formel 1 war. Das Auto ist aber keines gebaut worden, neues, weil es kein Geld gegeben hat. Wir sind immer noch die 91er Modelle gefahren. Vorbereitung auf das erste Rennen in Kialami. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich den Vertrag dann gekriegt habe, weil die neue Teamführung hat auch angeschaut, wo ist am meisten Geld zum Auszuholen. Ja. Ich habe nicht allzu viel Geld gehabt, aber auch wieder mit Unterstützung von Mercedes ist das dann gegangen. Ja, und dann, damals hat es keine Handys gegeben, es hat keinen Computer gegeben. Irgendwann ist daheim ein Fax eintrudelt, nächste Woche testen in Silverstone. Ne? Und dann hast du da ein Fax zugeschrieben, welchen Flieger das drüben hochkommst, den hieß, in der Hoffnung, dass die wer abholt. Also ungefähr war das damals. Und ja, das ist auch ein paar kleine lustige Anekdoten. Man testet in Silverstone, Installation, also wie sagt man, Installationsrunde, genau. Was man immer macht. Dann aussehen nach drei Runden gegen einen Pfeil auf der Tafel. Ich denke, ah, jetzt schon, ja, rein in die Box. Und habe dann den Gustav angefangen zu erklären, was Auto macht. Dann hat er gesagt, das muss man dann alles in Kialami im ersten Rennen erzählen. Weil wir hören jetzt wieder auf zum Testen, wir haben kein Geld. Also bin ich 6 Runden, glaube ich, im Formel 1 gesessen als Vorbereitung auf das erste Rennen. Ne? Ja, und so ist es dann einfach mit wenig Aufwand ist es weitergegangen. Das Auto war aber sehr, sehr gut, in einem guten Zustand. Und ja, wir haben zwar keine Testfahrten gehabt, wir haben auch sonst einige Dinge nicht gehabt, die man braucht, aber ich habe zumindest ein paar Mal sagen können, dass ich mit dem Auto gut unterwegs bin. Ich glaube, Boxenstopps war so ein bisschen ein Problem. Ja, das war. Kialami bin ich angekommen im ersten Rennen und dann haben mich einige deutschsprachige Journalisten haben mich dann bemitleidet und gesagt, ja super, dass du da bist, qualifizieren wirst du nicht. Mhm. Weil da waren ja damals noch, glaube ich, noch mehr als 30 Autos, hatten die Vorqualifikation gegeben am Freitag in der Früh. Und die dann sind dann ein paar überblieben und dann haben das erste freie Training, haben dann 30 Auto angefangen, 26 fürs Rennen qualifiziert. Qualifizieren wärst du nicht, aber schau, dass du irgendwas zusammenkriegst. Dann war ich Siebter im Training. War noch für mich überraschend, für alle überraschend und ein schönes Erlebnis. Und dann noch die Fragen gekommen, wie ist denn eure Strategie, wann kommst du in die Box, wann darfst du einen Reifen wechseln? Und sage ich, ja, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich jetzt einmal fragen gehen. Dann sage ich jetzt dem Gustav Brunner, wann soll ich denn in die Box kommen im Rennen? Dann sagt er, was machst du in der Box? Dann sage ich, ja, Reifenwechsel. Dann sagt er, ah, das geht bei uns nicht, wir haben keine Schlagschrauber. Oder nicht genug. Ja. Aber das ist kein Problem, hat er gesagt. So hat er wirklich gesagt, am Anfang schonst du die Reifen und wenn die anderen dann neue haben, dann sind deine auch noch gar nicht gut. Und so war das. Also Boxenstopp hat es bei uns nicht gegeben. Ja. Und du warst ja dann ein paar Mal in Punkte näher, bevor du dann auch wirklich in die Punkte gefahren bist. Mhm. Also du hättest eigentlich mehr als diese 3 Punkte holen können. Da. Hätte. Kialami war ganz ein guter Start vom Rennen. In der ersten Runde hat es aber dann schon eine Kollision gegeben mit dem, glaub, Martin Brandl in Benetton. Es ist nie meine Schuld gewesen, natürlich, wenn ich gehabt habe. Nein, der hat sich ein bisschen eingedrängt. Mhm. Aber egal, war der Kieler hin am Motorschaden. Und dann war ich in Barcelona beim, ich glaube, dritten Rennen. Nur mehr, glaub ich, am 6. Platz, bis ich mit einem Getriebeschaden ausgeschieden bin. Ja. Dann ist es ein bisschen schwieriger geworden. Imola war ich nicht gut, Monaco war ich auch nicht gut. Barcelona war ich am 9. Startplatz. Leider hat dann auch wieder, weil, um Boxenstopps zu vermeiden, da hat es gering auf der Startaufstellung, ist mir gesagt, wenn du fährst mit Slicks, passt dann auf, bis laufen, seid ihr auf zum Ringer. Ja. Ja? Hat aber leider nicht zum Ringer auf, aber es war in die Box sein, am ersten Reifen wechseln. Und dann ist Kialami, dann ist Montreal irgendwann gekommen. Und ja, Montreal war ich im Training. Das sind alles so meine Statistiken, die weiß ja keiner, weil es ja nichts Wichtiges ist. Aber da war ich im Training auch wieder mal unter die ersten 10 gewesen. Da war ganz zum Schluss in, wie heißt das, die Schikane der Champions. Ja, genau, Wall of Champions ist einer eingeschlagen. So habe ich meine letzte Runde abbrechen müssen, da war ich öfter im Training und dann habe ich gedacht, ja, fährst du das Rennen. Ne? Und das Rennen war gut, ich war schnell unterwegs, hab noch schon von Ausfällen profitiert ein bisschen, aber war gut unterwegs. Und bin dann sogar auf Charles ein bisschen aufgelaufen im Ferrari, der Dritter war, ich war Vierter. Und das war vielleicht dann ein bisschen so mein Charakterzug. Warten ein bisschen, weil ich habe schon gemerkt, dass die 6-Gang-H-Getriebe schon ein bisschen zum Wackeln anfangen und nicht, dass ich wieder einen Getriebeschaden habe, fahre ich das Rennen am 4. Platz zu Ende und habe endlich einmal meine ersten Punkte und das Team hat auch Punkte. Wenn es vielleicht ein Wiederhund gewesen wäre, hat es auf Getriebe gepfiffen,
Und hat sie eine Lese attackiert, vielleicht war er sogar Dritter geworden. Ja. Also. Ja. Und der dritte Platz ist dann Gebühren gefeiert worden, schätze ich mal. Der vierte, ja. Der vierte, Entschuldigung. Ja, leider nicht lang. Ich habe abreisen müssen Sonntagabends, weil ich damals Engagement gehabt habe bei Peugeot in Le Mans, um ein bisschen Geld zu verdienen im Motorsport. Und da habe ich am Sonntag abends abreisen schon müssen nach Le Mans, weil eine Woche später, eine Wochenende später, war dann 24 Stunden drin. Aber ich glaube, von den Jungs oder von den Mechanikern ist es gebührend gefeiert worden, was ich so gehört habe. Aber sagen wir, der Erfolg hat eigentlich dem Team dann finanziell nicht so viel gebracht. Also haben sie das ganze, die ganze Saison irgendwie so durchgewurschtelt, oder? Genau, weil ich glaube, die Punkteprämie von Herrn Ecclestone hat es ja immer erst für das nächste Jahr gegeben. Und ich glaube, die vier Punkte oder die drei Punkte damals für den vierten Platz, damals hat es ja nur für die ersten sechs platzierten Punkte gegeben, die waren zu wenig. Es war eigentlich damals auch ein permanenter Überlebenskampf. Ich bin ja die letzten zwei Rennen nicht gefahren, ich habe nur einen Vertrag für 14 Rennen gehabt, weil damals schon festgestanden ist, dass im Herbst 92 der Sauber fertig sein wird. Ja. Das erste Formel 1 Auto für Testfahrten. Und dass ich da nicht in der Weltgeschichte nochmal dumm dingel, die letzten paar Rennen, Suzuka und Adelaide, habe ich nur einen Vertrag für 14 Rennen gehabt, um mich dann auf das Testen vorbereiten und mit Sauber vorbereiten zu können. Aber die zwei Fahrer, die dann statt mir gefahren ist, der Fahrer und auch dann den Paul Belmondo unterm Jahr meinen ursprünglichen Teamkollegen ersetzt hat, das ist auch darum gegangen, wer bringt am meisten Geld mit. Ja? Ja. Weil so hat das Team noch überleben können. Ne? Aber für dich war es relativ relaxed, weil du gewusst hast, du fährst bei Sauber. Genau. Für mich war es relaxed, wir fahren bei Sauber. Und ich habe auch gewusst, außer das Team muss zusparen, wird nichts passieren mit meinem Vertrag, was ich gehabt habe für die 14 Rennen. Ne? Und bei Sauber war da noch, glaube ich, die Hoffnung, dass es mal zu Mercedes wird. Da war, glaube ich, noch nicht die Entscheidung gefallen. Die war schon gefallen. War schon gefallen? Was ich mir so erinnern kann, war, glaube ich, die Entscheidung, dass es kein großes Mercedes-Formel-1-Team geben wird, schon Ende 1991. Ah, okay. Und Sauber wollte aber trotzdem eine Betätigung für seine Firma, für sein Team, weil das QPC-Projekt ist ja offiziell beendet worden, Ende 1991. Und hat dann mit Hilfe von Mercedes mit Sicherheit eine kleinere Variante als Formel-1-Team ins Leben gerufen. Und da war die Entwicklung des Autos, der Bau des Autos im Jahr 92. Und ich glaube, das war schon September oder Oktober 92, sind wir das erste Mal auf einem Flughafen in der Nähe von Magny-Cours in Lausy-le-Vie, wo immer so Aerodynamik-Tests gemacht werden von den Formel-1-Teams, die damals auch gemacht worden sind, haben wir versucht, uns erst noch einen ersten Meter zurückzulegen. Ja. Ich glaube, die Testfahrten, wenn ich mich erinnern kann, ist alles sehr gut gelaufen. Ja. Also man hat ja schon gesagt, also das geht besser für ein neues Team, als man es je erwartet hat. Es war gut. Wir waren richtig gut. Ich glaube, das Autokonzept vom Sauber 93, das war sehr, sehr gut. Das Auto war schnell. Es war auch das erste Rennen Kialami 93 gezeigt. Ich meine, wir waren unter die ersten 10 im Qualifying. JJ Lechter, glaube ich, ist Fünfter geworden. Ja, genau. Ne? Du hättest in die Punkte fahren können. Ja, ich bin ein paar Runden vor Schluss mit einem ECU gesponnen, da bin ich ausgeschieden mit Motoraussetzer. Aber wir waren schnell. Das Auto war gut. Das Auto war nur aerodynamisch ein bisschen zu empfindlich. Ja. Also da hat es schon gereicht, wenn es über den Tag ein bisschen wärmer geworden ist, wenn die Luftdichte ein bisschen abgenommen hat. Also man hat da gesagt, pitch sensitive die Auto. Ja. Im Endeffekt war einfach dann zu wenig. Der Downforce war da, aber er war sehr abhängig von den optimalen Außenbedingungen. Ja. Aber trotzdem, das Auto war schnell. Und Anfang bis, sagen wir so, wir waren sehr, sehr konkurrenzfähig, würde ich sagen, bis für ein neues Team speziell, bis Kanada. Und dann hat halt ein bisschen nach Kanada ein bisschen die Updates gefehlt. Aber ich glaube, das ist bei einem neuen Team, was in die Formel 1 kommt, ganz normal. Ja? Ja, und was ihr in der DNA gehabt habt, war aktive Aufhängung, Traktionskontrolle, was auch immer. Traktionskontrolle haben wir gehabt. ABS habt ihr? Nein, haben wir nicht gehabt. Aber keine Fahrradlenkung und so Zeug, das war natürlich alles nicht drin. Gehabt, ja. Und wie gesagt, ich war zweimal Fünfter, einmal im Training, einmal Imola, einmal Donington, war Sechster in Barcelona, war in Monaco Siebter. Also wir waren dabei. Ja? Ja, ja. Für ein neues Team war das schon, würde ich sagen, sehr beeindruckend. Nur ab Mitte der Saison, wenn die anderen Teams halt erfahrungsgemäß ihre ATEPs gebracht haben, da waren wir nicht ganz so weit. Das ist dann vielleicht ein bisschen spät gekommen. Wir haben dann unsere Konkurrenzfähigkeit im Qualifying ein bisschen verloren. Aber das Auto war dann standfest und ich war in der zweiten Saisonhälfte dreimal in die Punkte. Ja. Ja. Du bist ja noch vor dem Senna gelegen in dieser berühmten ersten Runde in Donington. Ja. Also, du warst, glaube ich, der Erste, den er überholt hat. Ja, ich war der Erste. Ja, das war auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Wendlinger-Zug. Weil die Kurven links am Berg habe ich nach Donington im Regen ist vollgegangen. Das habe ich gewusst, weil es im Warm-up auch vollgegangen. Aber ich habe mir gedacht, die erste Runde wartet mal noch ein bisschen. Muss ich mit vollen Tanks, 200 Liter Benzin oder mehr. Und nass und kalte Reifen. Und Senna ist da außen vorbei, Vollgas. Aber gut, es war wurscht, dann hatte mir Kurven Sparte überholt. Ja. Um das ist es nicht gegangen. Es war eigentlich nur darum gegangen, die erste Runde zu überstehen und dann schauen, weil wir waren im Warm-up schnell. Wir waren nicht so schnell wie Senna, logischerweise. Wir waren im Warm-up unter die ersten drei, vier drin. Ja, ja.
Und deswegen hatte ich schon ein gutes Rennen werden können, aber dann hat mich nach einer halben Runde hat mich ein Dritter erwischt. Ja. Und da sind wir beide rausgeflogen. Und wie warst du mit deiner ersten vollen, also es war eigentlich schon deine zweite Saison, aber sagen wir mit der ersten Saison sauber zufrieden? Ich war schon zufrieden, weil die Trainingsergebnisse passt haben. Ich war ein paar Mal unter den ersten 10, als fünften am besten Startplatz. Ich habe viermal Punkte gemacht, ich glaube Montra das erste Mal, dann Budapest, Monza und Estoril und bin vor Montreal sicher zweimal in die Punkte-Ränge liegen oder dreimal in die Punkte-Ränge liegend, so einen technischen Defekt ausgeschieden. Also wir waren da, ich war zufrieden. Ja. Dann kam 94, hat sich da am Anfang irgendwas für dich verändert gehabt vom Auto her? War es besser, schlechter? Ich finde, es war besser. Es war aerodynamisch, was ich mich so erinnern kann, nicht mehr ganz so empfindlich. Ja. Auf Wagenhöhenänderungen. Es war auch von den Außentemperaturen, finde ich, nicht mehr ganz so empfindlich. Es war aber witzigerweise, obwohl die anderen keine aktive Aufhängung mehr fahren haben dürfen, das war dann 94 verboten, war man im Verhältnis, auch mein Teamkollege Heinz-Arlf Renzen, der ja sehr einen guten Einstieg in die Formel 1 gehabt hat, nicht ganz so weit vorne, als wenn man Anfang 93 war. Ne? Und es war ja, 94 ging ja eigentlich schon komisch los, oder ja, mit Unfällen los, aber der Leto bei den Testfahrten in Silverstone, dann der Alesi in Mugello bei den Testfahrten. Und viele Fahrer haben gesagt, wahrscheinlich hauptsächlich die, die früher aktive Aufhängung gehabt haben und dann umstellen mussten auf passive Aufhängung, haben gesagt, die Autos sind schwierig, kritisch zum Fahren. Du hast relativ schnell Strömungsabriss und wie gesagt, das war ein ungutes Gefühl da bei euch auch. Nein, bei uns nicht. Unser Auto war unempfindlicher, finde ich. Wir haben 93 km aktive Radaufhängung gehabt, wir haben es 94 nicht gehabt und diese Range, wo die Aerodynamik funktioniert, finde ich, wenn man es so einfach ausdrücken kann, die war beim 94er Auto größer als beim 93er Auto. Weißt du, 93 beim Testen, da Monza war uns, da hat jedes Team seine Teststrecke bekannt gemessen. Unsere war Monza, weil das war das Nächste zu Hinwil in die Schweiz. Und wenn wir um 9 in der Früh aus der Box rausgefahren sind, dann waren wir so schnell, da hättest du eigentlich aufhören können. Weil wir haben den ganzen Tag die Zeit nicht mehr erreicht. Ja. Weil einfach in der Früh war es am kühlsten und am besten für uns. Und so empfindlich finde ich, was ich mir erinnern kann, war das 94er Auto nicht mehr. Okay. Dann kam Imola, wie hast du das ganze Wochenende erlebt? Ja, weißt du, wenn ich jetzt zurückdenke, dann habe ich das Wochenende damals so erlebt, dass ich gar nicht dabei bin. Weil du hast das alles nicht wahrgenommen. Oder du wolltest es nicht wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Ja. Es war am Freitag im Qualifying dieser Barrichello-Unfall mit Überschlag und schwersten Einschlag. Eigentlich hat man dann gesagt, naja, siehst du, da ist nichts mehr passiert. In der Formel 1 kann eh nichts mehr passieren. Das ist alles so sicher mittlerweile. Ja. Und wo ist es dann weitergegangen? Du hast gar nicht drüber nachgedacht. Der Rubens, glaube ich, ist nicht mehr gefahren das Wochenende, weil sich da die Nase ein bisschen verletzt hat, aber der ist am Samstag schon wieder im Fahrerlager gewesen. Genau, ja. Ja, und dann war Nachmittag im Qualifying, ich bin noch nicht rausgefahren gewesen, oder wir, das ganze Team, auch der Heinz Harald ist noch nicht rausgefahren, was ich weiß, war der Unfall vom Roland Ratzenberger und ich habe das im Auto sitzen gesehen, mit dem Monitor vor mir. Und ja, man so blöd, wie es jetzt klingt, eigentlich hast du gesehen, dass er tot ist. Aber du wolltest es nicht wahrhaben. Ja, ja. Weil er gleich das Bild dann weg war. Aber Peter Sauber ist sofort gekommen und gesagt, wir hören auf. Ja. Und dann war natürlich die Meldung, es hat eine Zeit lang gedauert, aber dann ist die Meldung gekommen. Ja. Nur, wie soll ich das sagen, das war extrem traurig, aber ich habe meine Trauer damals noch viel weniger, als wie ich vielleicht heutzutage könnte. Oder meine Gefühle habe ich nicht ausdrücken können. Ja. Da ist es darum gegangen, fast weiter, fast nicht weiter. Ja, ich fahre weiter. Ja. Ja, ja. Hast du ihn eigentlich gut gekannt, den Roland? Gar nicht so, weil er war ein paar Jahre älter als wir und wir haben uns eigentlich in den ganzen Nachwuchsserien deswegen nie getroffen. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal mit ihm geredet. 1992 in Le Mans, wo er auch auf einem Toyota in Le Mans, glaube ich, gefahren ist und ich bei Peugeot ihm da den Gaststart gehabt habe. Ich glaube, da war das erste Mal mit ihm geredet. Ah, okay. Und ist man dann mit dem unguten Gefühl in das Sonntagsrennen gegangen? Eigentlich nicht, was ich mich so erinnern kann. Weißt du es nicht, du hast es zwar gewusst, das stimmt, also du hast ja nicht mehr sagen können, ich will es nicht wahrhaben. Ja, schon klar. Aber du hast eigentlich gedacht, ich fahre weiter und mir passiert nichts. Ja, und hast du irgendwas von dem Unfall vom Senna gesehen? Ich meine, du warst ja noch relativ weit vorne im Feld. Nein, wo ich um die Ecken gekommen bin, war eine gelbe Flagge. Aber weißt du, da siehst du gelbe Flagge, gehst ein bisschen vom Gas. Normalerweise ist die Kurve 270 oder 260, vielleicht bis 230 gefahren. Ne? Ja. Und ich habe gesehen, auch Williams, aber das war es. In der gleichen Runde war rote Flagge. Ja? Und dann rote Flagge im Rennen ist ja, Autos bleiben bei Start-Ziel-Steh. Da kommen den ganzen Leuten. Mein Renningenieur ist gekommen, Tim Wright damals, 94er Engländer. Da sage ich zu ihm, es war Williams, sagte ja, Senna, aber er scheint okay zu sein.
Meine, das war entweder hat er mir gesagt, um mich zu beruhigen, oder ich glaube auch nicht, dass sie viel mehr Informationen gehabt haben. Ja. Und mit der Information bist du dann ins Rennen oder hast du in der Zwischen, nein, weil es war ja eine Pause von einer Dreiviertelstunde, ja, bis es dann weitergegangen ist. Hat keine Informationen gegeben. Mhm. Hat keine Informationen gegeben. Ich bin dann ins Rennen, ja. Ich glaube, das war dann fliegender Start, oder? Ja. Kein Stehender mehr. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, müsste man nachschauen. Ja, könnte sein. Oder weiß ich gar nicht. Ja. Vielleicht war es auch Stehender wieder. Ja. Dann bin ich das Rennen zu Ende gefahren. Ja. Nur mal ganz kurz zurück, weil eine Kritik war ja, dass die Reifen haben Druck verloren, weil das Safety Car, glaube ich, war Opel Vectra. Ist dir das im Feld auch vorgekommen? Nein. Scheiße, jetzt geben wir den Reifendruck runter, das ist ein Keul, wenn das jetzt beim Restart wird es nicht. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nein, okay. Nicht. Ja. Und es war ja eins deiner besten Renner, gell? Du bist dann Vierter geworden? Ich bin Vierter geworden. Ich muss aber ehrlich sagen, auch da wieder hätte mit Mikra herkennen um einen dritten Platz fighten können. Und habe irgendwie aber die Energie nicht mehr gehabt. Mhm. Damals habe ich nicht gewusst, warum. Ich war erledigt in dem Auto drin. Mhm. Bevor das Vierte ins Ziel kam, bis das endlich vorbei war. Ja. Obwohl ich da vor dem Senna tot noch nichts gewusst habe. Ja. Aber ich hätte mich da mit dem Mikra nicht duellieren können. Ich bin froh, dass ich dahinter und egal. Also physisch jetzt? Physisch, ja. Okay. Physisch, psychisch, Konzentration, vielleicht hat man irgendwas schon gespürt, dass noch was Schlimmes passiert ist, ich weiß es nicht. Ja, und dann wurde das Rennen aus, dann kam ich ins Park Vermeulen, der Journalist zu mir gesagt, ist was in der Box passiert, der Sauermechaniker ist verletzt. Ich denke, das war aber kein Sauermechaniker, also ich glaube, Michele Alboreto in Minardi oder Radl verloren. Genau, nach dem Boxenstopp. Ich glaube, das war ein Ferrari-Mechaniker und Ferrari, glaube ich, auch zwei. Und kam dann in die Box rein und da war ein sehr betroffener Peter Sauber und der hat mir das dann vom Ayrton Senna gesagt. Mhm. Ja, und zwei Wochen später war er dann Monaco. Hat sich irgendwas geändert? Ich meine, wie gesagt, zwei tödliche Unfälle, das Rennen davor. Dann hat man ja mal mitgekriegt, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe das nicht, weißt du, das war okay, was tut man? Und bei uns war der Plan, am Dienstag noch Imola in Imola zu testen. Es war natürlich die Strecke gesperrt. Dann hat es geheißen, kennst du ja Test? Ich habe gesagt, ich kann testen. Nein, das Fahrrad ist nicht mitgefahren. Dann sind wir nach Le Castellet zwei Tage testen gefahren. Mhm. Ich glaube, das war dann Dienstag, Mittwoch oder Mittwoch, Donnerstag in Le Castellet. Dann bin ich zur Beerdigung von Roland Ratzenberger nach Salzburg. Bin dann wieder nach Monaco, schon, weil da habe ich unten gewohnt, um mich auf das Rennen vorzubereiten. Alles, was mit dem Rennauto, mit dem Fahrerlager, mit der Rennstrecke an dem Rennwochenende zu tun hat, weiß ich nicht. Kann ich mich erinnern. Ne? Ja. Ob jetzt da die Betroffenheit wird sicher noch groß gewesen sein, aber ich glaube, der Ablauf des Ganzen, so wie immer. Ne? Deine letzte Erinnerung war, glaube ich, irgendein Fußballspiel, was du am Fernsehen geschaut hast, oder? Mittwochabends. Ja. Aus der Salzburg gegen irgendeine mailändische Mannschaft, glaube ich. Habe ich am Fernsehen gesehen und bin schlafen gegangen. Ja. Und die nächste Erinnerung, bewusst, was war das? Die war in Innsbruck, in der Klinik. Da war ich aber sicher schon 10 Tage munter. Mhm. Mindestens 10 Tage, wenn nicht mehr. Also in Nizza erinnerst du dich auch nicht mehr? Nein, nichts mehr. Nizza weiß ich nichts mehr, obwohl ich da glaube ich 3 oder 4 Tage munter war, oder 3 Tage. Auch den Transport nach Innsbruck mit dem Medical Jet, wo ich munter war, und auch Greta war anscheinend, weiß ich nichts. Und auch die ersten Tage in Innsbruck weiß ich nicht. Und dann schaue ich da, da liegt einer neben mir, schaue ich aus wie ein Krankenhaus. Habe auch nicht gewusst, warum. Ne? Ja, und dann haben sie es nicht erklärt. Dann haben sie es peu à peu, weil das haben die Ärzte gesagt, erklärt sie es einem peu à peu, schön langsam. Und ja, dann habe ich gesagt, ist mir erzählt worden, das kann ich mich nicht erinnern, wo ich schon geredet habe. Aber ich habe gesagt, ich kann mich erinnern, wo ich munter war und habe dann nachgefragt. Aber ich habe anscheinend davor schon auch mit den Leuten geredet darüber. Okay. Aber das kann ich mich nicht erinnern. Ich habe gewusst, dass Ayrton Senna gestorben ist, aber nicht gewusst, wer Roland Ratzenberger überhaupt ist. Ja. Echt? Also zu der Zeit, wo ich dann mich erinnern kann, da habe ich alles wieder eigentlich, alles, was Langzeitgedächtnis zu tun hat, habe ich alles gewusst. Ja. Ich meine, du musstest dich ja oder hast dich dann sicher mit deinem Unfall auseinandergesetzt. Wie siehst du den heute oder was haben deine Analysen so ergeben? Warum ist es passiert? Weiß ich leider nicht. Am Anfang war ich sehr froh, dass ich nichts weiß, weil man dachte, das wäre nur eine schlechte Erinnerung oder eine schlimme Erinnerung. Irgendwann hättest du mal gern gewusst, warum es passiert ist. Hast du die Telemetriedaten nie geben lassen? Ich war dann im August, der erste Ausflug, was ich gemacht habe, nach dem Krankenhaus. Bevor ich auf Reha gefahren bin, war das Team besuchen in der Schweiz. Da war ich aber noch nicht selber in der Lage, Auto zu fahren. Da bin ich mein Vater, der hat das Auto gefahren, ich bin daneben gesessen. Sind wir das Team in Hinwil besuchen. Da ist mir die Telemetrie angeschaut. Da kannst du es aber nicht sagen, warum. Irgendwann reißt mehr oder weniger die Vorwärtsbewegung ab. Ja? Ich kann mir es nur so vorstellen, dass über die Bodenwellen, was da in der Bremsphase sind oder waren, dass ich das Auto aus der Kontrolle verloren habe. Ja. Weil ich weiß noch von 1993, da hat es beim Bremsen viel Bodenwellen gegeben.
ich bin viel rumgesprungen. Ich muss das Auto aber relativ früh verloren haben, weil was selber, ich glaube, Höchstgeschwindigkeit damals vom Sauber war 270 km/h. Und eingeschlagen bin ich unten anscheinend mit 177. Mhm. Und wenn du nur beim Formel 1 Auto nur vom Gas gehst, dann ist das ja schon ein großer Bremsvorgang. Ja, ja. Und wenn ich dann richtig einmal nur eine Sekunde auf die Bremse steige, also muss das ganz am Anfang vom Bremsen passiert sein, dass okay. ich da unten mit so einer hohen Geschwindigkeit noch einschlage. Mhm. Ja. Wie auch immer. Ja. Ja. Auf die Bilder, was da gibt, das Video, da ist das Auto schon quer, aber man hat noch sieht nicht warum. Ja. Jetzt, wir haben ja mal eine Zeit lang her schon über das Thema geredet und du hast gesagt, irgendwann viel, viel später ist da mal irgendwie so ein Erinnerungsfetzen. Ja. Ja. Kurz nach dem Unfall, also wo es an der Stelle, was ist da passiert und wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass da, wenn ein großer Filmriss ist von mehreren Tagen oder Wochen, dann plötzlich jetzt so eine Sequenz wieder zurückkommt? Ich habe jahrelang da drin, sage ich so, einen Stein gehabt, eine Atemblockade. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, was es ist. Dann haben sie mir gesagt, naja, sei froh, dass es da nicht überhaupt schlechter geht, aber es wird halt von der Wirbelsäule sein, etc. gewesen. Ist das eine Lebensmittelunverträglichkeit, muss man sich mal vorstellen. Und da bin ich halt davor immer von Therapeut zu Therapeut gerannt, um das irgendwie loszukriegen. Physiotherapeuten, Wirbelsäulenärzte, haben mir nicht helfen können. Und dann bin ich zu einem Atemtherapeuten gekommen, ne, bei dem ich bei ein paar Seminare war, um mit der Atmung den Klotz freizukriegen. Ja. Hat aber auch nichts genutzt, weil es ja von der Lebensmittelunverträglichkeit war. Nur irgendwann ist man dann einmal, das ist ja dann meistens sind das so Seminare, wo es über zwei Tage ging oder drei sogar, da wird so ein bisschen die Energie aufgebaut, um versuchen, das Innerste rauszuholen. Und ich liege da so, schnauf da so und da gibt man sehr viele Töne von sich, um wirklich exzessiv zu atmen. Und dann sehe ich mich auf der Bahre liegen. Und drei Leute, zwei mit einem grünen Overall und einer mit einem weißen Mantel neben mir. Und ich schnaufe da so und sag zu denen, jetzt müsst ihr euch beeilen, weil sonst ist es zu spät. Ja? Und die haben aber so gelangweilt durch die Gegend geschaut. Das war mein Eindruck. Ja? Ja. Und dann sage ich wieder, jetzt merkst du was da, weil es ist zu spät. Ja? Und irgendwann war dieses Empfinden weg und auch dieses Atemseminar. Danach mit dem Therapeuten redest du und dann sagt er, das hast du erlebt, deswegen kommt das raus. Also eine reale Szene, das ist jetzt nicht bloß... Nein, das ist eine reale Szene, weil das ist jetzt nicht so, dass du da hypnotisiert bist, das ist wirklich, du bist da energetisch, vielleicht ein bisschen durch diese ganzen Übungen machst ein bisschen auf einem anderen Level und spürst dann irgendwas, was wirklich so war. Ich habe noch nichts damit anfangen können. Ein paar Jahre danach erzählt mir einer vom ORF, der was am Donnerstag da schon unten war, aber ohne Kameramann dabei und haben gehört über einen Unfall. Dann sind sie aufgegangen zum Krankenhaus in Monaco und sind ein bisschen oberhalb gestanden, wo sie auch den Hubschrauberlandeplatz sehen. Ja? Und irgendwann bin ich rausgeschoben worden und bin da ewig gestanden mit drei Leitern. Neben. Und die haben sich mir gedacht, warum dann die nichts? Ja? Warum fliehen die denn weg? Ja. Warum behandeln die denn nicht? Was dann die da? Irgendwann sind anscheinend die Tore aufgegangen, sind zwei, drei Ärzte oder Krankenpfleger rausgerannt, haben es mal Kanüle gesetzt und so weiter. Und das haben die alle von da oben gesehen, weil das nicht weit weg ist. Haben das aber gesagt, als Respekt filmen sie das nicht. Ja? Aber vielleicht war das genau dieser Eindruck, wo ich da gelegen bin, wo ich drei Leute nicht mehr stehen gesehen habe und gesagt, das ist jetzt endlich was, es ist zu spät. Ja? Ja, ja. Wenn man zurückschaut, muss man sagen, mit den heutigen Autos, wenn du genau den gleichen Unfall hättest, wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Du hättest wahrscheinlich da wer Tech Pro an der Stelle. Mhm. Du hättest heute hast rechts und links Nackenschutz, den es damals nicht gehabt hat. Nein, es wäre wahrscheinlich nichts passiert. Obwohl, durchgeschüttelt hätte es mir sicher, weil mit 177 Aufprall, ich weiß jetzt nicht, wie gut diese Aufprallschutz ist, heutzutage, um da so eine Wucht abzufangen. Aber durchgeschüttelt hätte es mir sicher, aber von der Kopfverletzung wäre nichts gewesen. Ja, weil der Button und der Perez, glaube ich, 2F sogar, dann haben wir identisch, ja. Perez. Und nur dazu im Zauberteam. Ja. Und der, glaube ich, Gehirnerschütterung gehabt. Ja. Aber ist dann, hat euren, glaube ich, aussetzen müssen, ist dann wieder gefahren. Ja. So war es vielleicht bei mir auch gewesen, aber es war nichts, glaube ich, jetzt oder hoffentlich oder damals. Mit diesen Sicherheitsstandards, was es jetzt gibt, wäre es wahrscheinlich nichts Gravierendes gewesen. Ja. Ne? Wann hast du für dich selber wieder gewusst, ich will wieder fahren? Im Krankenhaus schon. Ich habe immer gesagt, soweit ich mich, also nicht ganz, aber so wie ich mich zurückerinnern kann, ich muss bei der Therapie arbeiten oder bei Therapiestunden gut mitmachen, weil umso früher komme ich da raus, umso früher komme ich wieder ins Rennauto. Ja, ja. Es war irgendwie vielleicht so ein bisschen ein kindischer Drang, das unbedingt wieder machen zu wollen. Vielleicht hat es aber dazu beigetragen, dass diese Reha sehr, sehr schnell über die Bühne gegangen ist. Viel, viel schneller, als wie das ursprünglich, nachdem man da die Kopfbilder gesehen hat, irgendwie auch prognostiziert worden ist. Ja, ja. Und du bist im gleichen Jahr ja noch im Formel-1-Auto gesessen. Ich bin das erste Mal schon Mitte oder Ende September bei einem Test in Le Castellet im Auto gesessen. Wo aber, also waren nur so 10 Runden im Trockenen und hat es zum Regnen angefangen. Ja.
Und dann bin ich nur mehr Anfang Dezember im Auto gesessen in Barcelona. Und da war nicht nur der Heinz Harald als Stammfahrer im Auto, sondern da waren auch noch zwei andere, die sich eine Hoffnung gemacht haben auf dem Platz beim Sauber 1995. Und da ist mir eigentlich, außer dass ich extreme Nacken- und Kopfschmerzen gehabt habe, die Bodenwellen von Barcelona sehr, sehr gut gegangen. Ich habe zumindest mein eigenes Potenzial abrufen können und keinerlei von Konzentrationsschwierigkeiten oder sonst was gehabt. Ja, ja. Also das war gut genug, um dann auf dem Sauber den Vertrag zu kriegen, genau. Für 95, ja. Genau, weil ich war zwar ein bisschen langsamer als der Heinz Harald, egal ob er es jetzt groß angestrengt hat oder nicht, aber ich war deutlich schneller als die anderen zwar, ja. Und habe dann den Vertrag gekriegt. Gell. War dann sehr, sehr happy, habe mich vorbereitet, Konditionstraining gemacht, so viel wie es gegangen ist etc. Und bin dann zum ersten Test mit dem neuen Auto gekommen, ich glaube Anfang Februar 95. Und nur dazu, das Auto schwierig zum Fahren war, weil die Hinterachse sehr instabil war. Mhm. Keine Chance, mich zu konzentrieren. Keine Chance mehr wirklich, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Jetzt war unabhängig vom Auto, aber wenn du in einem Williams gesessen wärst, wäre es wahrscheinlich das Gleiche gewesen. Wäre das Gleiche gewesen, ja. Gleiche gewesen. Mhm. Und habe eigentlich nicht verstanden und dachte, naja, hast einen schlechten Tag gehabt. Und habe dann beim nächsten Test war es genauso. Und beim ersten Rennen, vor dem ersten Rennen, habe ich dann auch den Arzt kontaktiert. Und die haben gesagt, naja, was, deine Verletzung, die war so schwer. Ne? Du bist zwar in der Lage, vielleicht ein normales Leben zu führen. Aber das mit Extremstbelastungen, physisch genauso wie psychisch, vielleicht dauert das einfach noch. Mhm. Ne? Um das zu schaffen. Ja. Und das hat dann auch erklärt, warum der Rückstand zum Heinz Harald dann relativ groß war, was dann dir nach vier Rennen. Der Rückstand war groß, ja. Einfach, weil ich es nicht auf den Punkt gebracht habe. Und weil der Heinz Harald, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut war. Und immer zu meiner Verteidigung ein bisschen der Gewichtsnachteil von fast 20 Kilo oder um die 20 Kilo auch noch zum Tragen kam, es gegenüber Heinz Harald. Ja. Aber es war wurscht, ich habe die Leistung nicht gebracht, ich war damals nicht in der Lage, wirklich vor mir eins zu fahren. Ja. Mhm. Komisch, eben bei 94, bei dem entscheidenden Test, egal wie der Ausgang ist von der Zeit her, ich habe keine Beschwerden gehabt. Ja, ja. Hast du damals verstanden, dass sie dich dann ersetzt haben durch den Bouillon? Ja, ja. Absolut. Ja. Ja. Ich wollte es natürlich nicht verstehen. Weißt, das ist, die nehmen da irgendwas weg und du bist jetzt draußen. Ja. Aber aus Sicht des Herrn Sauber ist absolut verständlich gewesen. Und ich muss einmal sagen, dass er mir da nach dem 94er Jahr noch die Chance gegeben hat, ein Comeback zu versuchen, das war sicher nicht selbstverständlich. Ja, und dann hast du ja nochmal eine zweite Chance gekriegt. Hast du mit der überhaupt jemals gerechnet, dass du Ende vom Jahr nochmal zweimal reinkommst ins Auto? Es hat ja geheißen, ich darf bei Testfahrten versuchen, wieder zur Form zu kommen. Hab dann in der Zwischenzeit auch meine Konzentrationsprobleme bis zu einem großen Teil gelöst gekriegt. Ja. Bin arm im Juli, ich glaube im französischen Nogaro, in der Crescent Hicks einmal einen Tag im Auto gesessen, das hat nicht allzu viel gebracht. Und dann nochmal im Oktober in Le Castellet, in Mugello in Italien, zwei oder zweieinhalb Tage. Und sie waren relativ kurz davor mit Heinz Harald auch da, das haben sie die Zeit ein bisschen vergleichen können. Was sie damals gemacht haben, um die Zeiten ein bisschen realistisch vergleichen zu können, was bei Testfahrten hast du immer ein gewisses Maß an Benzin im Auto. Jetzt bin ich so viel schwerer als Heinz Harald, haben sie das Benzin abgetankt, dass ich theoretisch mit gleichem Benzin gefahren bin. Und war da gar nicht so schlecht. War zumindest gut genug für die Zeiten und auch konstant genug für die Zeiten, dass sie gesagt haben, komm zu den letzten beiden Rennen. Aber erstens war dann natürlich der Gewichtsnächter wieder da, weil da wurde jeder auf Mindestgewicht. Ja. Aber ich war auch nicht gut, ganz einfach. Ja. Und dann war Adelaide, es war Suzuka. Suzuka war ganz schlecht. Dann war Adelaide das letzte Rennen. Und da hat es bis dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht ausgeschaut. Das heißt, sogar der Niki Lauda leider jetzt verstorben. Zu mir kam es nach dem Training, sagt, warst du ein bisschen Crash gehabt, warst du gar nicht so weit weg vom Frenzen. Und sage, ja, ist ganz gut gegangen. Aber da habe ich mich dann auch im ersten freien Training noch mal massiv verabschiedet, nach Start und Ziel in der Schikane. Ja. Und da habe ich eigentlich gewusst, egal was das da Sauber sagt oder das Rennen da jetzt bringt oder nicht bringt, das war's. Ja. Mhm. Ja, du hast dann das Rennen, hast dann aufhören müssen, auch gewählt. Ich habe so Nackenschmerzen gehabt, ich habe noch ein paar Runden aufgehört. Ja, ja. Und das war dann für dich auch das Ende der Formel 1-Karriere, das war dir klar? Ja, das war mir klar. Ja. Ganz klar. Und ich war da auch niemandem böse. Das war ganz verständlich. Und ich habe das auch dann relativ. Nein, da hat es kein. Eins, was ich mal sagen muss, was nie gegeben hat, das hat eigentlich nie. Man sagt mal so, wenn wir jetzt über meine Formel 1-Zeit reden, dann waren wir lieber, wir darf nicht über den Crash reden, sondern über was anderes, was ich erreicht habe. Ja. Aber ich habe damit nie gehadert. Weißt? Ich habe jetzt nie gesagt, ja, ich hätte doch viel mehr erreichen können, weil ich habe ja davor was zusammengekriegt. Wer weiß, ob ich mehr erreicht habe, weiß man ja nicht. Ja? Ja. Das war so, das ist mein Lebensweg, was das beinhaltet, diesen Unfall da mit dieser ganzen Zeit. Und das ist okay. Mhm. So, ja? Das bist ja dann aber noch lange, lange weiterrennen von DTM, GT-Autos als mögliche. Und dann ist ja ganz was komisch passiert, das, was du da vermisst hast, diese Konzentration ist plötzlich wieder, ab wann war die plötzlich wieder da? Die war sporadisch schon, wirklich auch 95, weißt, wo ich da den Test in Mugello gehabt habe, da war ich topfit und dann bin ich nach Suzuka gekommen und war wieder nichts mehr. Das war so und so. Okay.
Und im Rennauto vom Gefühl her, dass es konstant so blieb, ist, dass ich mir zumindest mein Potenzial abrufen habe können. Wann auch immer, dass du im Auto sitzt und du bist fokussiert. Das war eigentlich erst 1997 so, drei Jahre danach. Okay. Und dann war das wieder so wie vor dem Unfall, kannst genau, sagen. Eigentlich schon. Ne? Da, hat's, was weiß ich, da bin ich immer Langstrecken, entweder Tourenwagenrennen gefahren, was eine Stunde dauert, oder Langstreckenrennen, wo du normalerweise nach einer Stunde reinkommst und einen Fahrerwechsel machst. Und diese Stunde oder eine Stunde zehn, je nach Rennformat, konzentriert zu sein, das war nie ein Problem. Ne? Ja, ja. Kann es sein, dass du vielleicht zu früh wieder eingestiegen bist nach dem Unfall? Ja. Sterling Moss hat das ja mal er hat ja auch einen ähnlichen Unfall gehabt wie du, war im Koma gelegen, ist dann innerhalb eines Jahres wieder zurückgekommen, hat das probiert, hat gesagt, nein, ich bin nicht mehr so schnell, ich habe die Reflexe nicht mehr und so. Ist es bei dir, und dann Jahre später hat er festgestellt, vielleicht habe ich mich zu früh entschieden, weil dann war es plötzlich wieder da. Ja, aber du hast ja die Zeit nicht. Ja. Die warten ja nicht auf die zwei Jahre oder drei Jahre. Also es war damals so, du baust ja davor vielleicht im Motorsport und wenn das schon im Kartsport losgeht, baust du da mal Software ein oder auch. Die wird immer mehr und mehr und mehr. Und auf die kannst du zugreifen, wenn du was brauchst. Und nach dem Unfall habe ich nicht mehr zugreifen können. Und das hat dann gedauert. Und dann schon wieder 1996, manchmal 1997. Aber da wartet keiner auf die drei Jahre, dass du vielleicht wieder dich jetzt konzentrieren kannst. Genau, ja. Klar, 1994 war ich nicht in der Lage, Formel 1 oder Motorsport, egal, aber da hätte ich ein Turnwagenrennen fahren können. 1995, das war nichts geworden. Heute kannst du das Ganze entspannt anschauen, wenn du im Fernsehen Formel 1 schaust. Was fällt da dazu ein? Schaust du regelmäßig oder? Eigentlich schon, immer noch. Wenn ich, also manchmal bin ich nicht daheim. Wenn ich Gelegenheit habe, schaue ich. Ja. Ja, es ist alles sehr, sagen wir so, zu meiner Zeit hat es ja noch das Hemdsärmel ein bisschen gegeben. Ja. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Nee, weißt du mal, zum Gustav Brunner habe ich mal gesagt, Gustav, soll mal die Telemetrie anschauen? Und hat er gesagt, warum? Ich weiß ja, was ich tue. Ja. Und, ich glaube nicht, dass es sowas heute noch gibt. Ja? Nein, da hast du 300 Ingenieure, genau. Die sich um alles kümmern. Ja. Und wenn das Rennen ist, dann sitzen in der Firma wahrscheinlich auch noch Dutzende, ja, die das kontrollieren. Ich glaube, das ist einfach technisch, wie hat alles entwickelt sich weiter. Das ganze Leben, die ganze Welt entwickelt sich weiter. Und auch der Motorsport, speziell die Formel 1, hat sich technisch so weiterentwickelt, dass das schon, finde ich, für einen Fan, aber auch für mich als ehemaligen Fahrer nicht mehr so durchschaubar ist. Was ist jetzt wirklich, um was geht's? Was sind jetzt wirklich die Zusammensetzung, dass es funktioniert? Ja. Der V6-Verbrenner-Turbo oder ist es das Hybrid, die Kombination, was auch immer genau. Ja, ja. Sind es zum Teil die Reifen? Ist es die Autokonfiguration? Ja? Also ein bisschen geben wir dieser Mann-zu-Mann-Motorsport, obwohl man schon wieder sagen muss, es waren 2019, jetzt, wenn man das letzte Jahr nicht mehr sicher genug Rennen, die auch spannend waren. Ne? Ja, ja, ja. Spannend, die Rennen waren spannend, die Meisterschaft war halt leider wieder vorzeitig entschieden, wie jetzt eigentlich schon die letzten 6 Jahre. Ja, das ist halt ein bisschen so ein Problem. Es war aber oft so im Motorsport, dass es eben so Epochen gegeben hat, wo einer alles gewonnen hat. Genau. Ja. Aber man kann es jetzt schwer erklären, vielleicht war es auch früher deswegen ein bisschen unterhaltsamer, jetzt vielleicht nicht einmal spannender, weil 26 Auto gegeben hat, genug ausgeschieden sind. Jetzt hat einmal einer, der was vielleicht ein Mittelfeldler war, hat dann einen Punkt gekriegt, ein Sechster, weil es hat er nur für Sechser gebaut. Und das war dann was Besonderes. Ja. Heutzutage gibt es 20 Auto und normalerweise war es vor dem Qualifying schon, wie das Qualifying ausgeht. Weil vielleicht eins der Mittelfeldteam kommt das Mal in die Top 10 rein und beim nächsten Mal kommt der andere rein, aber mehr tut es ja nicht. Genau, das ist richtig. Ja. Ganz zum Schluss, wie gesagt, du warst ja mit dem Michael Schumacher in einem Team, der ist dann der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten. Wann hat man sich nicht manchmal gesagt, naja, also man so viel schlechter wie der Michael damals. In der Formel 3 habe ich ihn geschlagen, in der Gruppe C weiß ich ungefähr, wie schnell der war und wie du vorher alles erklärt hast. Ohne meinen Unfall hätte ich jetzt vielleicht, ich war vielleicht nicht 7-mal Weltmeister geworden, aber ich war, hätte ein paar Grand Prix Siege oder was gehabt. Hat man sich das jemals im Nachhinein so gedacht? Selten, wenn man das denkt. Weil man immer dachte, wer war's? Vielleicht hätte ich das ganze Jahr 1994 gegen den Heinz Harrer keine Chance gehabt und das war es dann gewesen. Ja. Weißt du? Weil klar haben dann danach viel gesagt, weißt, Leute, die was gemeint haben, sie wissen jetzt, warum wir einen Unfall gehabt haben, ja, der ist unter dem Druck von Frenzen, ist der zerbröselt. Ja. Ja. Weißt, es ist halt nicht so grand. Es war das erste, damals hat man noch Freitag Qualifying gehabt und Samstag. Das erste Rennen in Brasilien, Freitag Qualifying war ich schneller, ein bisschen. Samstag habe ich nicht fahren können, weil Samstag am Ende vom freien Training einen technischen Defekt gehabt und bevor mein Auto fertig war, zum Rennen angefangen. Jetzt bin ich knapp hinter ihm gewesen, ein paar Hundertstel. Imola, das dritte Rennen auch, haben wir bei der Abstimmung etwas nicht sonst zusammengekriegt am Freitag, dann war ich ein paar Hundertstel langsam, es wäre ein Zehntel. Weißt, das war alles möglich gewesen. Aber vielleicht hätte ich mich selber so unter Druck gesetzt und so ein Ding, dass es nicht möglich gewesen war. Weil eins war sicher, vielleicht ein bisschen meine Schwäche war im Motorsport, ich habe mich zu viel auf den Teamkollegen konzentriert. Weißt?
Das ist eigentlich, auf der anderen Seite sagen sie immer so, der Teamkollege ist der, an dem du gemessen wirst, weil du vor dem gleichen Auto und mit der schlagt, dann ist er besser als du. Alle anderen können ein besseres Auto haben oder schlechtere. Ja. Nur, da war zu viel, auch mit Cechi Lehto 3-1, da war zu viel Konkurrenz von dem Team, das jetzt auf die Seiten schieben müssen. Ich gebe mein Bestes und dann schaue ich, was rauskommt. Und wenn ich den Zustand erreicht hätte, oder den habe ich auch irgendwie gehabt, weil das hat mir jetzt halt nicht so zu schaffen gemacht, zumindest nicht, dass ich es bewusst, diese drei Qualifyings, wo der langsamer war als wer, dann hätte ich ihn auch genauso schlagen können wieder mal. Ja, vielen Dank, Karl Wende. Ich glaube, das war ein interessanter und sehr ehrlicher Rückblick auf deine Karriere. Wir wünschen dir natürlich das Beste. Wir melden uns beim nächsten Mal wieder mit einem unserer nächsten Gäste. Wir wissen noch nicht genau, wer, aber es wird wahrscheinlich ein englischer Rennfahrer sein. Ciao.